Es ist nicht immer einfach zu erkennen, wer hier auf uns zukommt. Aber zur Beruhigung aller Fans der FC Bayern-Frauen, es sind alle Spielerinnen wohlauf zurück aus ihrem Urlaub. Auch wenn der teilweise ganz weit weg stattgefunden hat. Ich war mit meinen Eltern über Weihnachten und Silvester 2 Wochen in Australien, in Perth, und habe da meinen Bruder besucht. Und ja, da war es um einiges wärmer als hier, aber ich bin trotzdem froh, wieder hier zu sein und freue mich, dass wir heute wieder mit dem Training starten. Auch sie hatte eine weite Anreise. Claire Feldner kommt einen Tag vor dem Trainingsauftakt aus den Vereinigten Staaten in München an. Aber nicht vom Urlaub. Die U23-Nationalspielerin der USA wechselt zum neuen Jahr zum FC Bayern. Mir gefällt der europäische Stil, der hier gespielt wird. Wo ich herkomme, spielen wir ganz anders. Dort spielen wir mehr das sogenannte Kick and Rush. Hier geht es mehr um Ballbesitz und so spiele auch ich sehr gerne. Stillstand ist ein Rückschritt, so geht das Team auch die Rückrunde an. Wer sich jetzt bei 9 Punkten Vorsprung in der Tabelle gemütlich zurücklehnt, bekommt Probleme. Das ganze Gequatsche, das muss man sofort wieder wegstoßen, das macht keinen Sinn. Es geht allein um uns und es geht darum, das nächste Spiel anzugehen. Und wir waren gut im letzten Jahr, wir wollen besser werden. Damit meine ich vor allem inhaltlich, und wenn wir das anpacken, dann konzentrieren wir uns immer nur aufs nächste Spiel und alles andere hat uns nicht zu interessieren. 5 Wochen mit einem Trainingslager in Andalusien hat Tom Wörle jetzt Zeit, um mit dem Team intensiv zu arbeiten, bevor es im ersten Spiel 2016 dann gegen den ersten FC Köln geht.